Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Replay von Silk Roads. Ich bin's heute wieder Toxic85. Ich werde euch heute ein Replay von Mara vorstellen. Auf der Map Archipel. Gefahren ist er die Orion Tier 4 Schlachtschiff der Briten. Wir sehen hier kurz seine Captain-Skillung: Adrenalinrausch, Beschussalarm und er hat die Brandwahrscheinlichkeit geskillt. Wir sehen also, er hat einen neuen Captain angefangen, hat dementsprechend auch erst 6 Punkte zu vergeben. Ja, man hätte überlegen können, ob man die Turmdrehgeschwindigkeit ein bisschen erhöht. Aber gut, er hat es hier mal ein bisschen vielleicht unkonventioneller gemacht. Die Briten natürlich mit der Brandwahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher gesetzt, obwohl die Brandwahrscheinlichkeit halt schon ganz gut ist. Aber gut, wir lassen uns überraschen, was dabei rausgekommen ist. Wir sind Top-Tier. Wir spielen in einem Tier-4-Gefecht mit Flugzeugträger. Zudem sind Tier-3-Schiffe mit drinne. Mal gucken, etwas anderes, mal nicht im High-Tier-Bereich, sondern im Low-Tier-Bereich. Wobei Low-Tier-Bereich ja oftmals sogar spannender ist, weil nicht ganz so statisch wie im High-Tier-Bereich. Deswegen lass uns mal überraschen, was er hier zustande bekommen hat. Zu Orion, was können wir zu Orion sagen? Britisches Schlachtschiff, wie gesagt, Stufe 4. Erstes Dreadnought-Schiff der Welt mit 343 mm Hauptgeschützen. Und sie war zu ihrer Zeit vielen Schlachtschiffen aufgrund der Feuerkraft doch weit voraus. Sie hat eine verstärkte Seitenpanzerung und ja, wir haben 5 Zwillingstürme, was natürlich eine gewaltige Feuerkraft ist. 343 mm, 42.700 HP auf dem Schiff. Ja, Nachladezeit von 30 Sekunden. Und wir sehen, die Geschütztürme drehen relativ langsam. Wir haben ja den Myogi als erstes Ziel drinnen, da schießt er auch gleich mal drauf. Er schießt ja hier eh, versucht die Schiffe natürlich in Brand zu setzen, gerade die Schlachtschiffe brennen ja doch mal ganz gerne und er nutzt natürlich hier diesen Vorteil, den diese Briten bekommen haben von Wargaming, ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Es kommt eine V-170 auf uns zu. Da muss er natürlich aufpassen, dass er nicht gleich am Anfang irgendwo getoppt wird. Ja, er versucht auch drauf zu schießen. Dreht aber ab. Ja, und entscheidet sich das doch lieber für die Wyoming. Das ist natürlich ein dankbares Ziel, da weitaus langsamer auf 15 Kilometer kann man machen. Ja, 4 Zieltreffer und man sieht ja auch die HE, die Durchschlagskraft. Ja, also er hat HE geladen und macht trotzdem 7400 Schaden mit 4 Treffern, falls diesmal kein Brand. Aber wie gesagt, das ist halt der große Vorteil. Jetzt ein Yogi auf 10 Kilometer, wieder ein dankbares Ziel, langsames Schiff, volle Breitseite drauf. Auf unserer Seite hat es jetzt schon einen Zerstörer und die Freon erwischt. Das ist natürlich ein denkbar ungünstiger Start nach knapp ein bisschen über 3 Minuten. Er steht jetzt auch ganz vorne. Ist natürlich jetzt der Top-Target vorne gleich mit. Hinter einem kommt eine Kawari. Ist aber auch ein sehr langsames Schiff. Also vor links die Derzki als Gegner. Er muss hier wirklich aufpassen, dass die Runde nicht frühzeitig zu Ende ist. Hat zum Glück hier nicht ganz so viele Gegner auf seiner Seite, weil der Gegner sich ein bisschen auf die andere Seite konzentriert. Da ist nämlich auch schon gegnerischer Zerstörer drin in der eigenen Base. Also eine Runde kann dann auch mal schnell vorbei sein, ne? Hat jetzt, glaube ich, auf AP kurz gewechselt gehabt. Ich habe es gar nicht genau gesehen. Und wir sehen gleich einen Abpraller und ja, wirklich Schaden gemacht. Deswegen wechselt er wieder zurück zur HE. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen eng. Ja, und es geht so gerade ein bisschen Schlag auf Schlag. Auf beiden Seiten werden Schiffe schon rausgenommen. Ah, und jetzt legen beide den Rückwärtsgang ein. Kavari kann es natürlich gerade nicht schießen. Könnte schon, aber dann wird es wahrscheinlich den falschen treffen. Deswegen lässt es hoffentlich auch.
So, Miyogi schießt wieder auf ihn. Ah, Türme drehen natürlich langsam, aber jetzt. Jetzt können wir drauf schießen. Aber nur ein Turm hat drauf geschossen. Und der verfehlt dann leider auch. Und da haben wir doch endlich mal einen Doppelbrand. So wollen wir es bei den britischen Schlachtschiffen haben. Zumindest die, die die britischen Schlachtschiffe fahren. Für alle anderen ist das ja meist weniger lustig. Da muss man sich halt als Schlager, dem Yogi hat, also meiner Meinung nach den Fehler gemacht, hat sofort gelöscht. Obwohl sie halt noch fast Full HP war. Und wenn sie Pech hat, wird sie das nächste Mal wieder unter Beschuss genommen und brennt dann und kann dann halt nicht löschen. Also als Schlachtschifffahrer immer ein bisschen runterbrennen lassen und dann unsere Reparaturmannschaft nutzen und das wieder hochheilen. Wyoming jetzt auch gerade wieder in Brand gesetzt. Mal gucken, Wyoming auch gelöscht. Mal schauen, ob er jetzt den Brand setzen kann. Aber hat jetzt auf AP gewechselt. Ja, vielleicht hätte er HE drin lassen sollen, um das Schiff jetzt einfach nochmal in Brand setzen und dann ihn runterticken zu lassen. Aber gut. Ansonsten haben wir noch eine Sekundärbewaffnung auf dem Schiff. Die ist, ich sag mal, zu vernachlässigen. 3,5 Kilometer Reichweite. 12 Schuss die Minute, also Nachladezeit von 5 Sekunden. Macht nicht wirklich viel Schaden. Aber gut, wir sind hier im T4-Bereich. Hat von der Seite jetzt immer noch den Zerstörer, der ihn da ein bisschen ärgern möchte. Also er muss gucken, dass er da ein bisschen wegkommt. Die Kawaki ist nämlich auch schon weggefahren. Also er ist ja das einzige Schiff, was hier auf der Seite gerade ist und ja, kein Support, ne? Der Flugzeugträger fliegt den Zerstörer an. Dann schießt er mal auf die Frierung. Und kassiert natürlich von der Miyogi und Wyoming weiterhin. Die Taubs sind keine Gefahr, sind deutlich daneben gesetzt. Ja, drei Brände bei 13 Treffern, also knapp jeder vierte Schuss hat einen Brand ausgelöst. Ist nicht so verkehrt. So, er versucht jetzt zu entkommen, hat dabei auch schon gut gelitten. Nur noch 16.800 HP aus dem Schiff. Jetzt auch noch ein Brand. Ist ein AP so auf die Wyoming. Ja, der war ein guter Treffer, 6.270 Schadenspunkte. Jetzt nutzt er den Heal. Wir sehen, wie gut der bei den englischen Schlachtschiffen wirkt. Auch nochmal ein AP-Salve auf die Miyogi. Ja, 3.000 Schaden. Ticker läuft noch knapp 10 Sekunden, dass er brennt. Und hat jetzt doch ein bisschen ja, Abstand wieder gewonnen zur Miyogi und Wyoming. Der andere Wyoming, wenn wir auf die Minimap gucken, ja, ist ein bisschen außerhalb vom Geschehen, vom Gefecht. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, weil man halt immer meistens ein Schiff, ja, ich sag mal, fast wie ein Unterzahl fährt. Wir haben auf beiden Seiten zwei Zerstörer, die raus sind, haben auf unserer Seite aber auch keinen Zerstörer mehr, der helfen kann. Auf der anderen Seite ist noch ein Zerstörer. Beide haben aber fünf Schiffe verloren. Wir sehen auch, der Punktestand ist noch relativ ausgeglichen. Also noch nichts gewonnen, noch nichts verloren. Außer zwei Drittel unserer Strukturpunkte, aber gut. Jetzt kommt die nächste AP-Salve. Das kommt ganz gut. Ja. 8.800 Schaden knapp. Das hat die Miyogi gespürt. Miyogi konzentriert sich jetzt ein bisschen auf Bogatin und Phoenix. Deswegen konnten wir auch relativ ja, auf die Breitseite von dem Miyogi schießen. Da hat sie ein bisschen eigentlich gepennt. Sollten wir natürlich mit dem Schlachtschiff auch nicht machen. Vor allem, wenn von vorne nur in Anführungsstrichen ein Kreuzer kommt. Yogi, Wyoming sieht man hier, fährt dann doch ein bisschen angewinkelter. Mal gucken, das wird jetzt
wird es vielleicht wahrscheinlich nicht so viel Trefferpunkte ergeben. Ja, ein Treffer, 1500 Schaden. Deswegen visiert er jetzt doch wieder die Miyogi an. Drei Geschütztürme sind auch geladen. Aber auch ein bisschen ungünstig, weil Miyogi gerade abdreht. Bekommt Angst vor den Kreuzern, die ihn auch schon mal im Brand gesteckt haben. Ja, 4000 Schaden. Trifft die Aufbauten. Ja, die sind leider nie gegangen. Also, die Miyogi versucht natürlich hier ihre Basis zu verteidigen. Ist ganz klar, weil alle anderen Schiffe aus dem roten Team machen so ein bisschen einen auf Kartenrand. Von der Warte her muss die Miyogi da natürlich helfen, macht es dann ein bisschen ehrenwert und ja, wird wahrscheinlich aber auch dafür sterben. Hat aber zumindest die Phoenix rausgenommen. Mal sehen, ob sie es überlebt oder nicht. Marara schießt jetzt weiter auf die Wyoming. Und er bleibt bei AP. Macht auch wieder eine gute Salve. 6 Treffer, 6000 Schaden. Ja, er konnte den Abstand vergrößern und ist dann auch nicht mehr Top-Target gewesen. Es ist aber leider außerhalb der Schussreichweite und hat sich so ein bisschen aus der Bredouille rausgerettet. Ja, Miyogi, Bogata liefern sich da ein bisschen Wettstreit, haben beide nicht mehr wirklich viele AP-Punkte. Und in der Nachladezeit müsste es eigentlich für den Kreuzer möglich sein, die Miyogi jetzt aber langsam mal rauszuschießen. Maha wird da wohl gleich noch ein bisschen unterstützen. Sollte sich jetzt doch noch den Kill holen. Ja. Ein Treffer reicht. Stehen jetzt bei knapp 50.000 Schaden. Das meiste dann doch wirklich mit AP-Munition gemacht. Shizuchi und Phoenix jetzt in Reichweite. Zahl. Wir spielen jetzt 4 gegen 6 und haben auch punktemäßig jetzt einen Rückstand. Also jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass die Runde doch nicht schnell vorbei ist. Flugzeugträger Langley auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt in Reichweite. Ja, hat auch gemerkt jetzt, dass er ein bisschen doof positioniert ist und versucht jetzt zu flüchten. Kriegt jetzt aber eine volle Breitseite. Mal fliegen jetzt, falls gerade an, aber ja, 5700, 6-mal Durchschlag, ja. Kann gut ausgehen, aber kann natürlich auch so enden. Aber gucken, 5 Sekunden haben wir nachgeladen. Da wird es nochmal einen Versuch geben und dann sollte es das so gewesen sein. So, jetzt brennen wir wieder und wir können falls noch reparieren. Ah, doch noch nicht. Wieder 4 Durchschläge. Ja, vielleicht hätte man doch zu HE wechseln sollen. Ja, man weiß es manchmal nicht so genau, was man machen soll in der Situation. Gerade weil man ja auch nicht immer in jedem Gefecht gegen Flugzeugträger fährt. Deswegen ist es manchmal auch schwierig einzuschätzen, wie weit muss ich vorhalten, wie schnell kann der Flugzeugträger fahren. HE, AP. Deswegen wechseln wir einfach jetzt auf die Belofon. Doch ein ganz gutes Ziel ab. Der Flugzeugträger ist rausgenommen worden. Ja, falls 4 Treffer, aber der Schaden kommt nicht wirklich, ne? Wir haben noch 17.000 AP auf unserer Seite. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen. Wir können, wir haben keine Reparaturmannschaft mehr, also wir können uns nicht mehr hochheilen. Ging auch noch 3 Schlachtschiffe, ein Kreuzer und ein Zerstörer. Gerade der Zerstörer kann natürlich jetzt arge Probleme bereiten, weil auf unserer Seite nur noch der Flugzeugträger da ist, der natürlich aufdecken müsste. Wir haben noch, er hat noch ein Torpedo, was gerade losgeschickt und 3 Schlachtschiffe. Das kann natürlich für einen Zerstörer das gefundenes Fressen werden, ne? Wenn der sich richtig positioniert. Unsere Schlachtschiffe fahren um unseren eigenen Spot so ein bisschen rum, um den zu bewachen. Ja, punktemäßig ist es noch relativ ausgeglichen.
So, jetzt mal auf die Königs, über den Berg rüber. Schauen wir mal. Ah, leider nichts getroffen. Königs verschwindet auch unterm Berg. Jetzt kommt auf 9,5 Kilometer die Shizuchi ran. Brennen tun wir wieder. Jetzt ist natürlich die Frage: Löscht man den Brand oder lässt man ihn nur weiter runterlaufen? Ansonsten müssen wir aufpassen, dass man nicht zu viele Strukturpunkte jetzt verliert. Shizuchi zeigt uns schön Breitseite. Kriegt 7000 Trefferpunkte ab. Leider nicht so viel getroffen. Leider waren es wirklich nur zwei richtige Treffer und ein Durchschlag. Wyoming hinten tickt aber langsam runter. Brennt wahrscheinlich oder wurde von einem Torpedo vielleicht sogar getroffen. Wahrscheinlich war es der Torpedo gewesen, aber die V-170 vom Gegnerteam jagt uns auch, wenn man auf dem Minimap guckt, unsere Langley. Shizuchi konzentriert sich zum Glück nicht auf uns, wir haben nur noch 8000 AP und eine schöne Salve. Treffer auf die Zitadelle, 4 Zieltreffer und das war's gewesen. So schnell kann's gehen, wenn man Breitseite gegen ein Schlachtschiff zeigt. Auch wenn sicherlich der andere Gegner gerade aktiver war, weil weniger Punkte, sollte man nicht alle außer Acht lassen. Weil die Runde schnell vorbei sein kann. So, jetzt legt er einen Rückwärtsgang ein, will wieder ein bisschen Abstand aufbauen. Ist er zum Glück auch nicht mehr gespottet. Die Phoenix könnte noch ein dankbares Ziel werden, wenn sie sich zeigt. Ja. Sie versucht natürlich in den Brand zu setzen, ist ganz klar. Aber zeigt auch wieder zu viel Breitseite. Er wechselt jetzt auf HE. Also hat jetzt AP geschossen, wechselt auf HE. Ja, vernichtender Schlag. Großkaliber, Ziel zerstört, zwei Zitadellentreffer. Also, ja. Ähnlicher Fehler wie beim Schlachtschiff zuvor. Er will mit der Phoenix versuchen, natürlich alle Rohre auf ihn auszurichten, um möglichst oft und häufig auf ihn drauf zu schießen. Aber man sollte diesen Fehler trotzdem nicht machen. Lieber wenig zeigen von sich und weniger schießen und trotzdem vielleicht mal in Brand setzen oder punktuell runterschießen. Er hat ja nicht mehr viele HP-Punkte gehabt. Also von der Warte her hätte er es langsam angehen lassen können. Aber hat dafür gerade ein bisschen bezahlt. Ne? Wir stehen jetzt bei 105.000. Trefferpunkten und ja. Wir sehen, wie schnell sich das Blatt denn doch mal wenden kann. Ne? Gerade hatte der Gegner noch Überzahl gehabt, jetzt ist ja eine Unterzahl. Man ist sich manchmal ein bisschen zu sicher und denkt, okay, der Gegner hat nicht mehr viele Schiffe. Wir sind noch die Kawashi und die Kaiser sind eigentlich beide Low HP. Das ist jetzt nicht gerade überragend, was wir haben. Aber wir haben natürlich den Flugzeugträger gerade noch als Unterstützung gehabt, der jetzt aber rausgenommen worden ist. V-170 könnte jetzt natürlich auch noch eine Zunge an der Waage werden. Wobei wir Punkte müssen natürlich führen, also es muss für den Gegner schnell was passieren. Kaiser brennt jetzt allerdings. Tickt auch weiter runter. Kann entweder nicht reparieren oder möchte es gerade nicht. So, V-170 zeigt sich da. Taubs sind auch im Wasser. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Volle Salbe raus. V-170. Ja, die Unterstützer sahen wir noch ab. Aber wir. Oh, wir haben Glück. Die Torps laufen aus. Okay. Aber die Kaiser scheint abzubrennen. Ja, die V-170 hat ein bisschen Glück. Verschwindet gerade in einem Berg. 2 Sekunden danach und wir hätten nochmal eine volle Breitseite noch abfeuern können. Müsste jetzt eigentlich gucken, dass das zugeht, aber er weiter Breitseite, also weiß ich jetzt nicht, was sein Plan ist. Ah, hat aber Glück. Aber er brennt. Kann er löschen? Nein, sieht nicht so aus. Also das weiß ich jetzt nicht, was der Plan von der V-170 war, jetzt weiter Breitseite auf ihn zu fahren. Ja, die Kawashi nimmt den jetzt endgültig raus. Ja, und unsere Runde ist auch gleich zu Ende. Wir haben noch knappe 30 Sekunden, wir führen. Also das sollte eigentlich gut von uns gegangen sein. Mittlere Form hat er eigentlich noch gut Strukturpunkte, aber ihm wird jetzt die Zeit davon rennen. Ja, kriegt jetzt auch einen Brand und nochmal eine gute Salve ab.
Ja, aber ich stehe mal 120.000 Trefferpunkte, sehr gute Runde. Drei Schiffe rausgenommen, drei Abzeichen mitgenommen. Wunderbar. Wir haben gesehen, wie man es machen kann, auch ohne HE und mit viel AP-Schaden. Ja, wir haben insgesamt jetzt 5 Abzeichen. Wir haben jetzt nach der Runde noch 2 andere Abzeichen bekommen. 120.000 Trefferpunkte. Führende an der Liste, deutlich. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert uns, liked uns, wenn es euch gefallen hat. Kritik ist natürlich auch erwünscht, aber nicht zu viel. Wir wünschen euch noch viel Spaß bei allen weiteren Replays von uns und vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.